Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Resident Evil 5. Es ist noch nicht vorbei gewesen, aber nach einem Jahr haben wir uns überlegt, komm, machen wir mal weiter, ne? Machen wir mal weiter. Wir wissen nicht, wo wir sind, was wir machen müssen. Deswegen habe ich mir hier Zettel geschrieben. Ich habe die ganzen Videos nochmal durchgeguckt. Aber wir waren ja nicht sonderlich weit, deswegen ist es ja halb so wild. Soll ich da mal kurz eine Zusammenfassung geben? Ja, gerne. Da kannst du ja ein Video reinschneiden, wenn du Lust hast. Was bisher geschah? Also, es geht eigentlich hauptsächlich um deinen Donkey Kong da, den du spielst. Der arbeitet für eine, ich habe es mir aufgeschrieben, für das Bioterrorism Security Assessment Alliance oder kurz BSAA. Interessiert keinen Mensch, aber ist egal. Der soll nach Afrika und soll einen Waffenhändler aufhalten. Der zufälligerweise, wie man das halt so kennt, mit Biowaffen und auch den Viren handelt, die man schon aus den anderen Resident Evil Teilen kennt. Und deswegen wurde Chris Redfield nach Afrika geschickt und ist dann auf Madame Big Tits getroffen, die ihm quasi so als Führer, helfen Führer. Sollte. Ja, und was habe ich mir so aufgeschrieben? Wir sind nicht besonders freundlich empfangen worden, haben eine Kontaktperson getroffen, die uns unsere Ausrüstung gegeben hat und sollten uns dann zu einem Marktplatz vorschlagen, wo dieser Waffenhändler, Irving mit Namen, vermutet wurde. Waren dann Zeuge einer Live-Infizierung mit so komischen Würmern. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Irving eine Falle gestellt hat. Wir haben so einen Einsatztrupp getroffen und alle total niedergemetzelt. Und die haben uns eine Festplatte in die Hand gedrückt, deren Daten wir an das Hauptquartier übertragen sollten. Und das haben wir jetzt hier in dieser Garage gemacht, an so einem Humvee, mit so einem Laptop. Und jetzt stehen wir hier. So schnell ist das alles zusammengefasst. Das war sehr schnell. Und wir haben dafür hier 7, 8 Parts oder so gebraucht. 6. 6, okay. Jo. Ich habe gerade gesehen, hier liegt irgendwas rum. Hier liegt so ein Zettel. Was ist das? Geh mal ran und lesen. In jedem Kapitel sind BSAA-Embleme verteilt. Jede BSAA, je mehr BSAA-Embleme sie zerstören, desto mehr Objekte können sie unter dem Menüpunkt Extras erwerben. Ja, ich habe hier eins, aber ich sehe hier eins. Und zwar, wenn du, wo stehst du jetzt? Wenn du nach links guckst, dann siehst du so ein großes Tor. Und rechts von dem Tor blinkt irgendwas Blaues. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eckig. Die muss man abschießen. Jo. Bist du oder soll ich? Ja, mach du. Du hast mehr Schuss als ich. Du hast noch gut 90 Schuss. Nein. In der Kiste hier oben war übrigens Geld. Ja, okay. Haben wir aber beide bekommen, deswegen. Schrotgewehr. Schrotgewehr. Hier ist nicht Koffer. Oh, willst du ein Maschinengewehr? Ja, gerne. Dann bleib ich bei der Schrotflinte. Weil ich habe nämlich auch noch Maschinengewehrmunition. Was haben wir denn hier? Drücken Sie Kreis, um Ihren Partner zu rufen. Drücken Sie nach oben oder unten auf dem Gedönsendings, auf dem Steuerkreuz, Digitalpad, während Sie Kreis gedrückt halten, um Kommandos aus einer Liste auszuwählen. Angreifen, Ihr Partner handelt offensiv, decken, Ihr Partner schützt Sie. Das muss ich mal testen. Wait. Ah ja. Go! Wait. Thanks. Go! Go! Come on! Go! Okay, also, werden wir nicht brauchen, weil wir kommunizieren ja so. Was haben wir denn hier? Drücken Sie R2, während das Objektmenü angezeigt wird, um Objekte Ihres Partners zu bestätigen. Was ist denn das für ein deutscher Satz? Sie können Ihren Partner um ein Objekt bitten, indem Sie es markieren und X drücken. Ja, können wir, glaube ich, auch schenken, weil wir ja auch miteinander kommunizieren. Dass das auf die Schnellwahltasten gelegt werden kann, haben wir auch schon rausgefunden. Wir sind ja clever. Ne? Ich hätte dir die Pistolmunition vielleicht da lassen sollen, aber. Wäre ganz nett gewesen, aber ist jetzt kein Muss. Vielleicht finden wir ihn noch irgendwo. Ach, mit Gold. Wenn man L3 drückt, kann man auch rennen. Ja. Ich finde es aber bequemer mit dem X-Knopf. Ja, ja. Weil man die ganze Zeit gedrückt halten muss, ist ja ein bisschen blöd. Aber gut, wenn du läufst, kannst du sowieso nicht schießen. Oder Aktionstaste aber drücken oder sonst irgendwas. Aber es ist okay, man gewöhnt sich dran. Ja, also mit X ist okay, nur halt L3 drücken. Ist das jetzt eigentlich hier mit dem... Ah, okay, du hast die Maschinen...
Maschinenpistole war das ja, ne? War kein Maschinengewehr, sondern Maschinenpistole mitgenommen, deswegen darf ich die nicht mitnehmen, aber es passt soweit. Jetzt hat jeder von uns eine Pistole und eine dickere Wumme. Genau. Muss ich gerade mal gucken, wo ich das hier hingelegt habe, alles. Was ist das denn alles, was ich hier so habe? Eine Handgranate und eine Brandgranate. Das reimt sich. Kann gut, dann, ach so, genau, was wir jetzt eigentlich machen sollen, ne? Weil also ich war ja jetzt gerade von wegen, wir haben die Daten übertragen und fertig. damit hört es ja nicht auf, sonst wäre ja das Spiel ja hier schon zu Ende. Wir sollen uns zu verlassenen Minen in der Nähe eines Bahnhofs begeben, weil wir diesen Irving immer noch fangen wollen. Das ist unser Ziel. Das heißt, wir begeben uns jetzt wohl in Richtung Bahnhof, Minen, sonst irgendwas. Okay, durch diese Tür. Da blinkt es zumindest. Ja. Kann ich die öffnen? Nur mit dir zusammen, okay. Ladevorgang. Warum musst du denn dafür jetzt laden? Das ist eben gerade erst geladen. Ja. Resident Evil. Oh, guck mal. Wasser. Mhm. Oh, ich glaube, das ist eine ekelhafte Stelle. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Ah doch, ich glaube, ich kann mich noch dran erinnern, so ein bisschen zumindest. Okay, hier kann man hochklettern. Kann man nicht. Hier kann man nicht hochklettern. Echt nicht? Nee. Sieht ja voll danach aus. Ach, guck mal hier, ein Ding. Ach so. Fallen sich ducken? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die muss man kaputt schießen, oder? Ja, kann sein. Mach du mal was mit so. Mit dem Messer wird es ein bisschen schwierig. Einfach draufballern. Ja, okay. Wir müssen jetzt aber mal gucken. Ich weiß, ich kann mich noch dran erinnern. Hier kommen Hunde, glaube ich. Oh, oder vor allem hier. Au! Du von oben? Was war das denn? Ich habe da oben gar keinen gesehen. Das sah so aus. Doch. Kam von oben. Da steht einer. Mit. Brandpfeile? Und, genau. Hast du den unten erwischt? Ja, ich hab ihn gerade durchgemacht. Bam! Headshot! Steht aber noch ganz gut da, der Knabe. Fest, Alter. Ich sehe. Wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Ich hab ihn getötet. War der ganz oben auf der roten Kiste drauf? Der stand oben auf dem Container, ja. So, hier kommt, da müsste gleich einer um die Ecke kommen. Kommt aber nicht. Feige Sau. da oben läuft einer. Ins Auge, durch den Hinterkopf. Hallo. Kann ich den jetzt... Eine Handgranate. Ich nehme den. Der hat einen Bogen gehabt. Ich will den Bogen haben. Ja. Also, hier ist eine Falle gespannt. Linksrum ist eine Falle gespannt. Typ mit Flasche. In your face. Bam. Aber die Flasche ist noch ganz schön. Gold mitnehmen. Gold ist immer gut. Also linksrum ist eine Falle, die würde ich mal da so lassen. Vielleicht können wir da einen reinlocken. Okay. Falls noch irgendwelche Leute hier rumrennen. Sag mir, wenn einer kommt, ich laufe rückwärts. Da ist ein Kraut. Nehme ich mal mit. Hier kann man hoch, ne? Hier ist eine Leiter. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir gucken uns mal hier unten um. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo eine Sackgasse ist. Hoffentlich. Da ist eine Falle wieder. Ich glaube, weiß ich nicht. Und da ist ein Fass. Also entweder machen wir eine Falle kaputt oder wir gehen die Leiter hoch. Hier ist ein Erste-Hilfe-Spray. Ich weiß nicht, ob du... Ich hab eins. Ach, ich nehm's mit. Ich hab Kraut. Ja, ich hab zwei Erste-Hilfe-Sprays und einmal Kraut. Sollte eigentlich reichen. So, ich geh mal die Leiter hoch. Soll ich unten bleiben, oder? Ich weiß nicht, wo wir hier... Hier ist eine Kiste. Hier geht's rüber. Ah, da ist noch Munition. Ist das Shotgun oder ist das Pistole? Die nehme ich dann für mich mal mit. Also ich kann hinter diese eine Falle kann ich jetzt laufen. Mache ich jetzt auch mal. Zur Not muss ich halt die Falle kaputt schießen. Denn hier ist eine Kiste. Was ist in der Kiste? Gold. Aber da sind noch zwei Fässer. Zwei Fässer sind hier auch noch. Fässer. Nein, nicht ins... Nein. Gehst du aus dem Menü raus? Gold und Gold. 200. So. Nice. Das ist die Frage, komme ich da noch drüber? Nee, nimm mal ein bisschen Abstand zur Falle. Feather in Kisten. So. Das heißt, wir müssen die andere Falle auch kaputt machen, weil das ist ja dann quasi der einzige Weg, der uns bleibt. Mach die gerade kaputt, wir stehen nämlich hier oben so schön. Ja, mach das. Bam! So, dann war ich
drin. Jetzt mal gucken. Warum ist noch eine Falle und da eine Wauzi? Da muss das auch. Aua! Warum sind die denn so schnell? Weiß ich nicht. Können die klettern? Nicht, dass ich wüsste. Kletter ich die Leiter hoch. Kletter die Leiter hoch. Befrei dich, Mädel. Hallo? Hallo? Ey. Habe ich den falschen Stick gedingst? Weiß es nicht. Ja gut, dann machen wir das halt nochmal, ne? Das war ja nicht viel. Ich habe den falschen... Da stand doch linker Stick bewegen. Na gut, dann... Aber halt nochmal! Jetzt wissen wir ja aber zumindest mal, dass da oben einer steht, der auf mich geschossen hat. Den kann ich ja dann gleich mal... Rüber. Da kommt er schon. Hallo, du! Den anderen... Obwohl, den anderen... Wichser. Ja, anlocken können wir ja nicht. Wir können uns ja nicht ducken. Ja, dann mach ich mal den. Dann können wir uns prinzipiell die 300 Gold, die können wir uns dann... Bleib zurück. Stehst mir halt schockt. Oh oh. Achso, das war der Kamerad hier, der mit der zweiten Armbrust die Granate verloren hat. Da oben wird er kommen. Hallo, da ist er ja schon. Bang. So, ich muss dann gleich mal die Schrotflinte aus für den Wow. Obwohl, ich könnte ja eigentlich erstmal hier. Da kommen wir so ja nicht ran. Es sei denn, wir klettern mal rüber. Guten Tag. Wow, mit einem Schuss habe ich den mal kaputt gemacht. So, jetzt stehe ich hier oben relativ gut. Und dann Vorsicht, Falle. Bums und so. Ja. Das Geld von hinten schenken wir uns oder holst du das? Ich bin gerade dabei, es zu holen. Okay. Wir brauchen alles. Ey, mein Nachname alles. Könnte jüdische Abstammung sein, ja? Also. Es ist nicht sicher, aber es könnte so sein. Ich nehme mal jetzt das erste Hilfe-Spray. Ja, hat mir Spray. Spray. Das erste Hilfe-Spray. Hat so. Mir ja gerade nicht so viel geholfen, ne? Oder soll ich da eine Granate hinschmeißen? Ja, da kommt Wauer. Schon? Ach, jetzt. Sollen wir die Leiter hochklettern? Ja, komm. Das wäre am besten. Ich hab erstmal mit der Schrotflinte reingeballert. In der Hoffnung. Lauf! Kletter! Kletter schneller! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie nicht klettern können. Das sehen wir jetzt gleich. Nee? Nö, können sie nicht. Pass mal auf. Dann lösen wir das doch ganz einfach. Schmeiß mal deine Granate hin. Jetzt müssen wir. Brandgranate? Brandgranate? Brandgranate. Wow! Der Wichser, der. Da schießt einer. Ich sehe niemanden. Der ist. Ich geh mal auf. Da, ich sehe ihn. Ja, komm. Ich krieg seinen Kopf organisiert. Hab's kaputt gemacht. Halt du Pulte mal. Ja. So, der Typ mit der Ding ist auch weg. Okay. Guck mal, da unten liegt, glaube ich, Schrotgewehrmunition. Waren das alle? Das müssten zwei oder drei Hunde gewesen sein. Also zwei waren es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein dritter war. Komm, werden wir jetzt einfach sehen. Kombinieren. Wie lade ich denn nach? Achso. Nee. Wie lädt man denn nach? Quadrat? Nein. Oder musst du das händisch machen? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass man irgendwie nachladen kann. Nein, so nicht. Ach, ich müsste vielleicht noch die richtige Munition kombinieren. Nicht versuchen, Schrotgewehrmunition in die Pistole reinzuquetschen. Quetschen, das ist ein ganz guter Ausdruck dafür. Ah, da ist eine, rechts ist eine Falle. Mhm. Von links kamen die Hunde. Hier ist Sackgasse und hier ist ein Fass. Okay. Dann mach schon mal die Falle kaputt. Eine Handgranate. Oh, das ist alles so Stürmen. Eng. Das ist alles so eng. Stürmen! Hallo! Mann mit Drehtritt! jetzt auf den Kopf treten. Oh, ist schon kaputt. Ich habe einen Roundhouse-Kick gemacht. Hier ist eine Leiter. Guck an. Eine Leiter. Eine Leiter.
Nein, das war in the Navy. Nee, das war, Okay, hier muss man wieder runterspringen. Fuck, wie ging das denn nochmal? Meine Freunde. Achso, von mir. Ich sehe da, wenn da kommt wieder einer mit Gedönse. Ja, ich warte auf ihn. Aber irgendwie. Hund? Gehst du weg, Mistvieh. Okay, Wundi ist weg. Du hast keine Schuss mehr? Ja, lecker. Hat er sich geschützt? Hat er. Ist ja unfassbar. Da steht noch. Der ist ein Dicker. Oh nein. Da brennt irgendwas. Das war, glaube ich, so ein Typ, der. Das ist ein Hund. Hund? Wo ist der Hund denn? Ah, ist hinter dir. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ja, ich hab eine Granate geworfen. Oh mein Gott! Auf! Ist er tot? Nee, der Hund ist noch da. Ah. Ist er immer noch da? Die leben ja alle noch. Steht auch wieder. Hund steht. Hund steht noch? Ich heile uns mal. So. Ja, dankeschön. Da steht doch noch einer, der ist gerade am Zielen mit so einem Brandding. Hab ich. Meine Herrschaften. Ein Gewehrenreif. Schön. Alter. Haben wir hier Schrotgewehrmunition, Gold und noch Munition fürs Maschinengewehr. Da ist noch einer, der zielt. Oh. Ja, das war der Spaten, der. Hund. Hund. Was? Geht daneben geschossen. Wow. Viech. Okay. Den Hund hätten wir jetzt noch den Kameraden da oben. Wie geil ist das denn? Ich habe seinen Pfeil getroffen. Echt? Ja. Mach das mal nach. Also die Musik ist aus. Scheint also nichts mehr zu kommen. Hoffentlich, ey. Gold.